Wand? Was gibt's denn? Mord. Was sonst? Prost. Geburtstagskind. Prost. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du dir zum Geburtstag wünschst. Was dir so einfällt. Ein neues Hemd, Krawatte, Socken. Wie bist du hergekommen? Mit der U-Bahn, warum? Du hast ein so schönes Auto. Ich hab's kaputt gefahren, das weißt du doch. Warum lässt du es nicht reparieren? Weil es zu teuer ist. Ich hab das Geld nicht. Lass es reparieren. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Das ist ein Porsche. Weißt du, was die Reparatur da kostet? Auf dem Scheck ist nur meine Unterschrift. Den Betrag kannst du selbst eintragen. Oder die Werkstatt. Nee, Katharina, das kann ich nicht annehmen. Du liebst dein Spielzeug doch. Du bist so stolz darauf. Und ich fahre auch gern darin. Der Notar überzeugte sich durch die Unterhaltung von der erforderlichen Geschäftsfähigkeit der Erblasser. Die Erblasserin erklärte dem Notar ihren letzten Willen wie folgt. Zu meinem alleinigen Erben setze ich Herrn Werner Wild, geboren am 10.04.1971 in Berlin, wohnhaft in der Württembergischen Straße 23 bis 24, 10707, Berlin ein. Mein wesentliches Vermögen besteht aus dem Haus in der Matterhornstraße 1, 14163, Berlin und aus dem in Tegernsee gelegenen Grundbesitz, eingetragen im Grundbuch von Bad Wiessee, Blatt 52, 55. Das Protokoll wurde in Gegenwart des Notars vorgelesen, genehmigt und eigenhändig unterschrieben. Bitte unterschreiben Sie hier. Ja, haben Sie noch etwas für mich, Frau Hochstädter? Nein, ich glaube nicht. Haben Sie die Blumen auf der Terrasse gegossen? Heute nicht. Gestern, aber... Schon gut. Sie dürfen auch nicht zu viel Wasser haben. Auf Wiedersehen, Maria. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Werner, hättest du heute Abend Zeit für mich? Nein, nein, du sollst mich nicht ausführen. Ich möchte, dass du zu mir kommst. Ich habe ein paar Dinge mit dir zu besprechen. Geschäftliches. Ich verstehe da einiges nicht. Sagen wir um 9, wenn es dir recht ist? Und tu mir bitte einen Gefallen. Parke deinen Wagen nicht vor meinem Haus. Ich möchte nicht... dass die Nachbarn auf dumme Gedanken kommen, wenn ein hübscher junger Mann am späten Abend seinen Wagen vor dem Haus einer älteren Dame parkt. Ja, ja.
Dann bis später. Ich freue mich. Ich sehe sie immer vor mir, in ihrem gelben Kleid, an ihrem 21. Geburtstag. Sie war so schön. Ja, das war sie. Angelika war so wunderbar. Sie konnte es sein, ja. Was ist passiert? Was ist nur passiert? Ich frage mich das genauso oft wie du. Ich frage mich, ob ich nicht irgendwelche Schuld habe, aber ich habe sie geliebt. Vielleicht nicht genug? Kann man je jemand genug lieben? Ich habe sie zu sehr geliebt. Von ihrer Geburt an. Ich habe sie maßlos verwöhnt. Vielleicht bin ich schuld an ihrem Tod. Ich habe ihr manchmal vorgeworfen, dass sie so reich ist. So verwöhnt, so launisch halt. Aber es war ja nicht ihre Schuld. Du meinst, es war meine? Nein, nein. Du versteh mich nicht falsch. Ich meine nur, es war nicht immer leicht mit ihr. Mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich je eine andere Frau lieben kann. Du wirst es lernen. Warum sagst du das so zynisch? Du siehst ja jetzt schon 6 Monate nach ihrem Tod anderen Mädchen nach. Das ist nicht wahr. Doch. Wollen wir jetzt streiten? Nein. Nein. Du sollst nur zugeben, dass du an ihrem Tod mitschuldig bist. Schuld, Schuld. Ja. Ich hätte sie an dem Abend nicht allein lassen dürfen. Ja, ich bin mit unfreundlichen Worten gegangen. Ja, ich war nicht ganz nüchtern. Ja, ich war aggressiv. Ich fühle mich nicht gut. Ich gehe nach oben, entschuldigen. Räumst du hier noch ein bisschen auf? Aschenbecher, Gläser. Ja, natürlich. Ah. Sagst du mir noch gute Nacht? Ja, ich bin's. Sag mal, sind Peter und Axel noch da? Ja, kannst du mir mal einen von ihnen geben? Hi, Peter, grüß dich. Du, ich bin hier noch ein bisschen aufgehalten worden. Meine Besprechung hat ein bisschen länger gedauert. Aber ich komme jetzt, hm? Ja, so in 20 Werner? Minuten. Okay, ja, Werner? Ciao. Ja? Kannst du mal raufkommen? Ich kann nicht schlafen. Wieder Kopfschmerzen? Soll ich?
Matterhornstraße 1. Mörder! Mörder! Die Frau schläft. Sie steht wahrscheinlich unter der Wirkung eines starken Schlafmittels, aber es besteht keine Gefahr. Ja, sie ist gewürgt worden. Wahrscheinlich mit der Schlinge da. Das lag unter dem Bett. Ja, danke. Sieh mal an, ein Krimi. Sagen Sie mal, Herr Doktor, ich verstehe da was nicht. Und was? Und zwar, die Frau schläft, nicht? Ist besinnungslos unter der Wirkung eines starken Schlafmittels. Mhm. Es sieht doch alles so aus, als habe diese Frau den Mann, also der versucht hat, sie mit der Drahtschlinge zu erwürgen, erschossen. Ja, Sie sind der Kriminalist, aber ich stimme Ihnen zu. Ja, ja, und dann hat sie, wer auch sonst, die Polizei angerufen, nicht? Ja, also das weiß ich nicht. Mhm. Und danach, nach den tödlichen Schüssen und dem Telefonat, ist sie wieder eingeschlafen. Das ist doch alles sehr merkwürdig, oder? Sie muss das Schlafmittel sehr viel früher, schon vor Stunden eingenommen haben. Aha, das hieß also, sie ist vielleicht nur ganz kurz aufgewacht, hat geschossen, telefoniert und hat dann weitergeschlafen. Ist denn sowas medizinisch vorstellbar? Schon, es kommt auf die Beschaffenheit des Betäubungsmittels an. Mhm. Ja, vielen Dank. Danke, Doktor. Beantworter der Bar Paris 15. Wir haben zurzeit geschlossen. Unsere Öffnungszeiten sind außer Sonntags von 20 bis 1 Uhr. Wenn es hochhergeht, auch länger. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir kaufen nichts. Ich wollte auch nichts kaufen. Verkaufen, Entschuldigung. Mein Name ist Quan von der Kriminalpolizei. Entschuldigen Sie vielmals. Das macht nichts. Ja, ich wollte gerne die Frau Hochstädter sprechen. Ich wollte fragen, wie es ihr geht. Ja, besser. Sie hat noch etwas Kopfschmerzen und einen Schock. Aber sie ist aufgestanden. Wenn Sie sie sprechen wollen, bitte. Gerne. Sie sind sehr jung, Herr Kommissar. Ein Fehler, der jeden Tag kleiner wird. Ja, allerdings. Sie wollen sicher wissen, was gestern passiert ist? Ja, das würde ich sehr gern. Bitte? Danke. Also, Werner kam gestern Abend zu mir. Schrecklich, ich nenne ihn immer noch Werner, einen Mörder. Zum Glück hat er niemanden umgebracht. Aber er wollte. Tut es denn noch weh? Nein, nicht wirklich. Er kam also her. Kurz vor 9 war das. Hatte er sich angemeldet? Ja, er hat am Nachmittag angerufen, so gegen 4, und hat gefragt, ob er am Abend vorbeikommen darf. Und was wollte er? Ich weiß es nicht. Er hat zunächst von meiner Tochter Angelika gesprochen. Er war mit ihr verlobt. Das ist die Grundlage unserer Beziehung, sie. Sie hat Selbstmord begangen. Vor einem halben Jahr. Wo
176 Tagen genau. Pardon, Selbstmord, warum denn das? Sie war manisch depressiv, schon von Kind auf. Und Wild, wie hat er das aufgenommen? Er hat sich schuldig gefühlt, aber das habe ich ihm ausgeredet. Gestern Abend, Sie wollten mir ja noch von gestern Abend erzählen, nicht? Er sagte, er überlege, ob er sein Studium abbrechen soll. Er hat Chemie studiert. Er meinte, ein Doktortitel sei heute nicht mehr wirklich wichtig. Er wollte lieber ein Labor für Genforschung aufmachen. Er wollte vorfühlen, ob ich ein solches Unternehmen finanzieren würde. Das hat er gesagt? Nein, wie gesagt, ich hatte den Eindruck, er wollte vorfühlen. Ja, ich verstehe. Er hat mir eine Flasche Orangenlikör mitgebracht. Er wusste, dass ich das Zeug für mein Leben gern trinke. Darf ich rauchen? Wenn es sein muss. Nein, nein, es muss nicht sein. Aber Wilter hat doch geraucht, nicht? Ja, er war ein starker Raucher. Nein, nein, ich meine, als er gestern Abend hier war, da hat er geraucht. Ja, ja, ich habe das übersehen. Das ist merkwürdig, nicht? Also merkwürdig, dass er was gegen ihren Gusto tut. Wo er doch Geld von Ihnen will. Ja. Er war ein starker, ein süchtiger Raucher. Ja, und wie ging es denn dann weiter? Ah ja, also hier haben Sie sich dann, wie Sie sich gerade ausgedrückt haben, todmüde schlafen gelegt. Ja. Dann sind Sie durch ein Geräusch wach geworden. Und anstatt Wild zu fragen, warum er so einen Lärm macht, da haben Sie die Pistole aus der Nacht... Ich wusste in dem Moment gar nicht, dass Wild im Haus war. Ich war ja halb betäubt von dem Schlafmittel. Also dann haben Sie die Pistole neben sich gelegt, also unter die Bettdecke, und sind wieder eingeschlafen. Moment, dann hat Wild Sie gewürgt, Sie sind aufgewacht und haben ihn in Todesangst erschossen, nicht? Ja, dann haben Sie die Polizei gerufen und haben sich rumgedreht auf die andere Seite und sind wieder eingeschlafen. Das klingt doch völlig absurd, so wie Sie das sagen. Und so war sie auch gar nicht. Herrgott, ich hatte noch nie auf einen Menschen geschossen. In dem Schock nach der Todesangst bin ich zusammengebrochen, ohnmächtig geworden. Ja, zusammengebrochen, ohnmächtig, ja. Mhm. Ja, so werde ich das meinem Chef berichten. Der ist immer sehr misstrauisch. Der will immer alles ganz genau wissen. Furchtbar. Warum kommt er nicht selbst, der Chef? Der ist krank, genau. Der hat die Grippe, der Arme. Ja, aber ich muss ihm natürlich Bericht erstatten. Das ist... Dabei bin ich an allem selbst schuld. Ich habe ihn eben in mein Herz geschlossen, als mein Kind aus dem Leben gegangen ist. Sie hat ihn lieb gehabt, also musste ich ihn auch lieb haben, habe ich gedacht. Ich habe ihn in gewisser Weise an ihre Stelle gesetzt. Ich habe ihn zu meinem Alleinerben gemacht. Das war wohl mein größter Fehler. Das Testament liegt beim Notar Dr. Brugger. Ich habe eine Kopie hier, wenn Sie sie sehen wollen. Och, da es wahrscheinlich zu keinem Verfahren kommt, spielt das Testament kaum eine Rolle. Was meinen Sie mit wahrscheinlich? Der Mörder, der potenzielle Mörder, der ist ja tot, nicht? Mein Gott. Er dachte, ich war dabei, ihn zu durchschauen. Deshalb hat er den Mordversuch gemacht. Jetzt erst kommt mir der Verdacht. Pardon, pardon, ich verstehe es jetzt nicht mehr. Es gibt eine Abbuchung von meinem Konto über 17.600 Mark. Eine Abbuchung per Scheck. Ich habe nie einen Scheck in einer solchen Höhe ausgestellt. Bei dieser Summe weiß man das ja schließlich. Ich würde mich an 176 Mark erinnern. Ich habe ihm gestern Abend gesagt, dass mich diese Abbuchung irritiert, dass ich ihr nachgehen werde, dass ich sie korrigieren lasse. Ich habe das völlig arglos gesagt, ohne jeden Verdacht gegen ihn. Ich war überzeugt davon, dass es ein Buchungsfehler der Bank war. Wild war oft allein hier im Haus. Er hätte leicht Gelegenheit gehabt, mir einen Scheck zu stehlen. Meine Unterschrift kannte er auch. Sie ist zum Beispiel auf der Kopie des Testaments, die ihm zugegangen ist. Ja, er könnte diesen Scheck gefälscht haben. Und als er glaubte, dass ich ihm auf die Schliche komme, hat ihn das zu dem Mordversuch motiviert.
Das hieße, die Mordidee, die ist ihm gestern Abend ganz spontan in den Kopf gekommen. Ja. Aber der Likör, Frau Hochstetter. Wissen Sie, den er Ihnen als Geschenk mitgebracht hat, der war ja nun mit Schlafmittel versetzt. Wie passt das zusammen? Kommen Sie. Das ist mein Schlafmittel. Ein ziemlich starkes. Es war halb voll, jetzt ist es leer. Er hat es in den Likör geschüttet. Hatte er denn Gelegenheit dazu? Ja. Ich war auf der Toilette. Zweimal. Und er wusste, wo das Schlafmittel stand. Dann sind wir der Lösung des Falls ja schon ein Stück näher, ein großes Stück. Ich werde mich jetzt mal um diesen Scheck kümmern. 17.600 Mark, sagten Sie? Ja, 17.600 Mark. Bei der Berliner Bank. Kontonummer 6688, viermal die Null. Oh, Moment. Entschuldigung. Quan? Ja, genau. Ja, ich komme dann. Danke. Die Pflicht ruft meinen Chef. Ja, Wiedersehen, Frau Hochstetter. Die Gnädige ist ausgegangen. Mhm. Hätten Sie dann vielleicht einen Moment Zeit für mich? Ich? Ja, warum? Naja, wenn man täglich in so einem Haus arbeitet, da weiß man doch sicherlich eine Menge. Naja. Sie kannten doch sicherlich Angelika, Frau Hochstetters Tochter, nicht? Ja, natürlich. Möchten Sie eine Tasse Kaffee haben? Ja, gerne. Milch, Zucker? Nein, schwarz und bitter. Bitte. Dankeschön. Sagen Sie mal, ich habe ein Foto von Wild und Angelika gesehen, ein bezauberndes Paar. Was? Sie meinen das Foto auf seinem Bücherregal? Ah, Sie kennen es? Ich meine, Sie kennen seine Wohnung? Dankeschön. Ja. Haben Sie auch bei ihm sauber gemacht? Nein. Im Gegenteil. Ich habe eher etwas schmutzig gemacht. Aha. Das Bett? Ja. Vor oder nach Angelikas Tod? Vorher. Und nachher. Also dann waren Sie Wilds Geliebte. So kann man das nicht sagen. Er ist mit Angelika ins Bett gegangen, er ist mit mir ins Bett gegangen, er ist mit einer Menge anderer ins Bett gegangen. Er war ein gut aussehender Junge und hat nichts ausgelassen. Hat die Frau Hochstetter gewusst, dass er ihrer Tochter nicht treu war? Weiß nicht. Sie ist schlau. Sie hat Menschenkenntnis. Aber ob sie es gewusst hat, ich weiß es nicht. Sagen Sie, wie ist eigentlich die Frau Hochstetter mit Angelikas Tod, also mit ihrem Selbstmord, fertig geworden? Die war völlig fertig. Der Arzt, Angelikas Psychiater, war tagelang hier im Haus. Er musste sie unter Beruhigungsmittel setzen. Sonst hätte sie sich selber noch was angetan. Und einen Herrn Hochstetter, den gab es wohl nicht? Nein. Nein, der ist vor 12 Jahren ist er gestorben. Ja. Seitdem hat sie die ganze Liebe auf das Kind konzentriert. Hat nicht wieder geheiratet, hat sich überhaupt nicht mehr um Männer gekümmert. Nein, das war keine normale Mutterliebe. Das war... Nee. Da gibt's gar kein Wort dafür. Und Wild, wie hat er das alles so verarbeitet? Das weiß ich nicht. Die Frau Hochstetter sagt, er hat sich die Schuld an Angelikas Tod gegeben. Aha. Wissen Sie, einem Kollegen von mir, dem ist mal was ganz Ähnliches passiert. Also, dessen Frau hat Selbstmord begangen, weil er Weibergeschichten hatte. Dann war er so verzweifelt, dass er ihr folgen wollte. Er hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Tja, aber die Ärzte, die haben ihn gerade noch retten können. Also, hier war das etwas anders. Aha, wie war es denn? Frau Hochstetter hat doch den Werner für den Tod von der Angelika verantwortlich gemacht. Mörder hat sie ihn genannt. Hat ihm verboten, zu Angelikas Beerdigung zu gehen. Sag mal, wie kommt es denn dann, dass die beiden plötzlich wieder so gut miteinander konnten? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Auf einmal ist er hier wieder aufgetaucht. Die beiden sind zusammen ausgegangen, ins Theater, in die Oper. Stundenlang haben die hier gesessen und sich über die Angelika unterhalten. Wenn sie nicht schlafen konnte, hat er sich neben ihr Bett gesetzt und ihr vorgelesen. Ich meine, ich war natürlich froh drum. Konnte ich früher nach Hause gehen.
sammeln. Vorbeigekommen und dann habe ich noch Licht gesehen und da habe ich mir gedacht, dass Sie nach so einer Nacht, in der so etwas Furchtbares geschehen ist, nicht schlafen können. Naja, und ich habe mir auch gedacht, dass es Sie vielleicht interessiert, welche Fortschritte ich bei meiner Arbeit gemacht habe. Ich meine, wenn ich Sie störe, kann ich sofort wieder gehen. Nein, nein, erzählen Sie nur. Ich habe das Auto von Herrn Wild gefunden. Den Porsche? Ja. Ich war auf der Bank. Mhm. Ich habe den Scheck zurückverfolgt. Warten Sie, ich habe eine Kopie hier. Ach, das ist aber interessant. Er hat die Reparatur an seinem Porsche damit bezahlt. Sehen Sie, er hat den Betrag eingetragen. 17.600 Mark. Und meine Unterschrift hat er gefälscht. Eine so unerhörte Dreistigkeit. Ach so. Sie meinen also, als er gehört hat, dass Sie dem Lauf dieses Schecks nachgehen werden, da hat er Angst gekriegt und sich zu dem Mord entschlossen. Ja, so sieht's doch aus, nicht? Ja und nein, weil, wie gesagt, wir haben ja sein Auto gefunden, nicht? Und? Naja, es stand knappe 500 Meter von hier entfernt in der, Moment, jetzt mal aufgeschrieben, Kronberger Straße. Und? Naja, warum hat er es da hingestellt? Warum hat er es nicht hier vor der Tür geparkt? Ich meine, Platz gibt's hier genug. Ja, diese Frage, die lässt meinem Chef überhaupt keine Ruhe. Er wollte nicht, dass jemand sein Auto, sein auffälliges Auto, vor meinem Haus sieht. Richtig. Trotzdem haben wir da einen Widerspruch. Welchen? Schauen Sie, eben glaubten wir zu wissen, dass er sich zu der Tat, also zu dem Mordversuch, spontan entschlossen hat. Aus Angst davor, dass Sie die Sache mit dem Scheck rauskriegen würden. Wenn das aber so war, dann hätte er sein Auto doch hier vor der Tür geparkt. Dann hätte er doch, als er ankam, überhaupt keine Angst haben müssen, weil er nichts Böses im Sinn hatte. Ich verstehe, was Sie meinen. Ja, nicht wahr? Da er sein Auto aber drei Blocks von hier entfernt geparkt hat, müssen wir davon ausgehen, dass er die Mordabsicht von Anfang an hatte. Also bevor er von Ihrer Recherche diesen Scheck betreffend erfuhr. Vielleicht hat er das Auto in der Kronenberger Straße geparkt, weil er einen Spaziergang machen wollte, ein paar Schritte gehen. Nein, 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 das ist unwahrscheinlich. Also mein Chef, der glaubt, er hatte den Mord von Anfang an vor. Ja, vielleicht. Ja, aber damit stimmt wieder nicht überein, dass er den Likör, den er von zu Hause mitgebracht hat, hier in Ihrem Hause mit Ihrem eigenen Schlafmittel versetzt hat. Er wusste doch, wo es stand. Ja, ja, gut, aber er konnte nicht wissen, ob das Fläschchen gefüllt war. Also er konnte nicht wissen, ob Sie den Raum verlassen würden oder, also dass er Gelegenheit zu seiner Mixtur hatte, nicht? Nein, 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 ich hätte es nicht so gemacht. Also ich hätte, wenn ich Sie denn hätte betäuben wollen, das Schlafmittel vorher in den Likör getan, ja. Er war wohl nicht so schlau wie Sie. Nein, das war er nicht. Er war eher ein bisschen arglos, nicht? Ich meine, das zeigen auch seine ganzen Frauengeschichten. Also, jeder in seiner Umgebung wusste, dass er die Finger von keinem Rock lassen konnte. Das muss doch auch Ihre Tochter gewusst haben, oder? Er hat Angelika geliebt. Ja, das glaube ich auch. Aber ich meine, die Liebe und die Frauengeschichten, die schließen einander nicht aus. Also, bei gewissen Männern zumindest. Gehören Sie auch zu diesen Männern? Mir ist die Liebe noch nicht passiert, aber ich warte auf Sie. Während Sie warten, sollten Sie diesen Scheck überprüfen lassen. Meine Unterschrift ist das nicht. Tja, das glaube ich auch, aber was meinen Chef viel mehr interessiert ist, kam Wild mit der Mordabsicht im Herzen hierher oder hat er den furchtbaren Entschluss spontan gefasst? Tja, darüber sollen wir nachdenken, also wir beide. Gute Nacht, Frau Hochstädter. Ich finde schon alleine aus. Guten Tag. Guten Tag. Womit kann ich dienen? Ja, wenn Sie so nett wären und würden mal schauen, weil ich habe diese Brille. Also nicht ich selbst, sondern die habe ich neben einem Toten gefunden und jetzt würde ich gerne wissen, ob der kurzsichtig oder weitsichtig gewesen ist oder sogar beides, also wenn es das Wort gibt, weiß ich gar nicht. Darf ich? Sie sind ein merkwürdiger Kunde.
Ja, ich bin Hauptkommissar bei der Kriminalpolizei, also Quandt mein Name. Ich bezahle Sie auch für Ihre Mühe. Also wenn Sie mir eine Rechnung ausstellen mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, das ist ganz wichtig, weil dann gebe ich das meinem Chef und der gibt es an die Rechenzentrale und das ist doch nicht so wichtig. Auf jeden Fall der Mann, dem die Brille gehörte, also der ist ermordet worden und ich möchte gerne wissen, was für ein Mensch das gewesen ist, optisch gesehen. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Einen Moment bitte, Herr Kommissar. Danke. Der Mann war weitsichtig. Plus 3,5 Dioptrien rechts, plus 4 links. Ziemlich extrem weitsichtig. Das heißt doch, dass er auf kurze Distanz also ganz schlecht sehen konnte, nicht? Aber nur auf sehr kurze. Ich würde sagen, die Brille war das, was man gemeinhin eine Lesebrille nennt. Eine reine Lesebrille. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Was bin ich Ihnen schuldig? Aber ich bitte Sie, Herr Kommissar, man hilft doch gern bei der Aufklärung eines Verbrechens. Och, das war nett, ja. Vielen Dank. Wiederschauen. Moment bitte. Die Brille. Ach, Entschuldigung. Tut mir leid. Sagen Sie, steht die mir denn? Oh ja, sehr sogar. Das macht Ihr Gesicht irgendwie markanter. Markanter? Ja, schade, dass meine Augen so gut sind. Markanter. Das wird mir gefallen. Tja. Vielen Dank nochmal. Wiedersehen. Wiederschauen. Wiedersehen. Sechs Tage die Woche außer Sonntags. Sehr genau wie bei mir. Kannten Sie Werner Wild? Schlimme Sache. Ja. Hat er vorgestern Abend hier angerufen? Kripo? Ja. Ja, so gegen 23:45. Und was wollte er? Axel oder Peter sprechen. Zwei Freunde von ihm. Und hat er die beiden gesprochen? Mit Peter. Peter Schneider. Der sitzt da drüben. Meinen Sie, ich könnte da mal stören? Die kennen sich schon lange. Das macht nichts. Gut, danke. Entschuldigung, Herr Schneider. Dürfte ich Sie ganz kurz mal stören? Worum geht's denn? Um Werner Wild. Entschuldige mich einen Moment. Lassen Sie uns an die Bar gehen. Hier? Tja. Tja, ich habe das heute in der Zeitung gelesen. Schrecklich. Ja. Ah, nee, danke lieber doch nicht. Schauen Sie, Herr Schneider, Sie sind sehr wahrscheinlich der Letzte, mit dem der Herr Wild gesprochen hat. Wie kommen Sie darauf? Er hat Sie doch vorgestern Abend hier angerufen, nicht? Tja, ich habe sogar auf die Uhr geguckt. Es war genau 23:40. Ja, wir waren hier verabredet. Kurz danach ist er erschossen worden. Schauen Sie mal, sehr wahrscheinlich hat er mit Ihnen die letzten Worte in seinem Leben gewechselt. Und deshalb ist es für mich ganz, ganz wichtig zu wissen, was genau er gesagt hat. Tja, er hat gesagt, dass er aufgehalten worden ist, dass die Besprechung länger gedauert hätte und dass er aber noch kommen will und in 20 Minuten da ist. Das war alles? Ja. Als Sie mit ihm telefoniert haben, gab es im Hintergrund irgendwelche Geräusche?
Ja, ja, gerade als ich auflegen wollte, da habe ich irgendwas gehört. Ich glaube, das war eine Stimme aus dem Hintergrund, so von weiter weg. Und diese Stimme, was hat die gesagt oder gerufen? Das konnte ich nicht verstehen, gar nicht. War die männlich oder weiblich? Na ja, gut. Jetzt, wo ich aus der Zeitung weiß, dass er bei Angelikas Mutter war, kommt es mir natürlich so vor, als wäre es eine weibliche Stimme gewesen. Aber wenn ich ehrlich bin, das habe ich nicht erkennen können. Die Stimme war zu weit weg. Ja, danke, Sie haben mir sehr geholfen. Ich bin noch mal vorbeigekommen, um Sie auf dem Laufenden zu halten über das, was ich so rausfinde. Was gibt es denn noch herauszufinden? Sie werden sich wundern. Wussten Sie zum Beispiel, dass Wild Minuten bevor er zu Ihnen raufgekommen ist, also Minuten vor seinem Mordversuch, noch mal telefoniert hat? Von hier, von diesem Apparat aus. Woher wollen Sie das wissen? Ganz einfach. Ich habe gleich, als ich ankam, die Wiederwahltaste gedrückt. Und wen hat der Apparat angewählt? Was glauben Sie? Sie werden es mir sagen. Ja, sicher. Eine Bar. Die Bar Paris 15. Warum? Wozu? Er war doch mit Freunden verabredet. Also er hat sie angerufen, um ihnen zu sagen, dass er sich ein wenig verspätet hat. Aber dass sie auf ihn warten sollen. Dass er gleich kommt. Ich glaube, in 20 Minuten hat er gesagt, ja. Das glaube ich nicht. Nein, 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 nein. An der Tatsache kommen wir nicht vorbei. Seine beiden Freunde haben mir das bestätigt. Und auch das Barmädchen, das das Gespräch entgegengenommen hat. Die Frage ist jetzt nur, warum hat er das getan? Oder mehr noch, wie konnte er das tun? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Naja, ich meine, Sie müssen sich das einmal vorstellen. Er hat einen Mord vor. Also er will gleich in den nächsten Minuten einen Menschen, eine Frau erwürgen. In der einen Hand hat er vielleicht schon die tödliche Drahtschlinge, in der anderen das Telefon. Fragen Sie sich dann nicht, wie ist ein Mensch zu sowas fähig? Ein Mord und anschließend ein kühles Bier mit Freunden? So ein Mensch ist doch ein Monstrum, finden Sie nicht? Man kann in keinen Reihen sehen. Nein, das kann man nicht. Ich habe die Sache mal meinem Chef erzählt. Das ist ein ganz erfahrener Kriminalist, nicht so ein Grünschnabel wie ich. Tja, auf jeden Fall hat er gesagt, das hat er noch nicht erlebt. In 35 Jahren bei der Mordkommission nicht. Tja, und dann habe ich noch eine Sache mit ihm besprochen. Aber dazu müssten wir noch mal zu Ihnen rauf, an den Tatort. Ich bin müde. Ich kann auch morgen wiederkommen, Frau Hochstetter. Wir haben das Buch untersucht. Es ist Wildsblut. Ja, wessen sonst? Ja, sicher. Aber wissen Sie, Frau Hochstetter, manchmal ist die Polizei richtig pingelig. Das Buch lag da. Wie ist es da hingekommen? Wie soll ich das wissen? Mein Gott, wir haben gekämpft. Ich habe um mich geschlagen in meiner Todesangst. Nein, 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 nein. Gestern Abend haben Sie gesagt, Sie haben sofort geschossen. Ja, dann habe ich eben sofort geschossen. Und er ist nach hinten getaumelt und zusammengebrochen. Dabei hat er wahrscheinlich das Buch vom Nachttisch gefegt. Und es ist unter das Bett gerutscht. Okay, das Buch auf dem Nachttisch. Der Schuss. Oh, das tut mir aber leid. Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde Ihnen das ersetzen, diese schöne Lampe. Weil wir von der Kriminalpolizei, wir sind gegen sowas versichert. Was sollte diese Demonstration beweisen? Naja, wir haben immerhin gesehen, dass es sehr schwer ist, das Buch vom Nachttisch zu schlagen, ohne dass die Lampe kaputt geht. Wild hat eben andere Bewegungen gemacht als Sie. Ja, offenbar. Aber wenn er das Buch heruntergeschlagen hat, wie kommt dann das Blut auf das Buch? Herrgott, er hat sich an die Brust gefasst. Seine Hand wurde blutig. Dann wollte er sich am Nachttisch festhalten und hat dabei das Buch erwischt, was weiß ich. Ja, ja, sicher. So könnte es gewesen sein. Aber dann muss er das Buch doch mit der rechten Hand heruntergeschlagen haben, nicht? Ja. An der rechten Hand war aber kein Blut. Blut war nur an der linken Hand. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Es ging alles sehr schnell und ich stand, wie Sie wissen, unter Schock. Wichtig ist, dass das Buch auf dem Nachttisch lag. Aber wie ist es dahin gekommen? Ich hab's dahin gelegt. Ich hab darin gelesen. Gestern Abend. Ich denke, da waren Sie todmüde. Nein, nicht gestern Abend, vorgestern Abend. Und? Ist der gut, der Roman? Das weiß ich nicht mehr. Ich lese sowas und dann vergesse ich's gleich wieder. Wie lange haben Sie denn gelesen? 10 Minuten, eine Viertelstunde. Ah, 10, 12 Seiten, sowas? Sowas.
Vielleicht habe ich auch ein anderes Buch gelesen und Maria hat es weggeräumt. Fragen Sie sie, ich weiß es nicht. Und jetzt lassen Sie mich bitte alleine, ich bin müde. Das ist Wills Brille. Kennen Sie die? Ja. Er war stark weitsichtig. Wissen Sie, was das bedeutet? Nein. Er konnte auf kurze Entfernung ganz schlecht sehen, so auf 30, 40 Zentimeter. Eine Entfernung, aus der man auch ein Buch liest. Das hier. Das ist eine Lesebrille. Wild hatte ein Etui dazu. Aber die Brille, die war nicht im Etui. Die Brille lag neben seinem Kopf, als wir ihn gefunden haben. Wissen Sie, was das bedeutet, Frau Hochstetter? Er hatte die Brille auf. Und? Mein Chef, der meinte auch, dass Will zu Ihnen hochgekommen ist, um ihn vorzulesen. Also er hat das Buch von unten mit hochgebracht aus der Bibliothek, ist dann hier raufgekommen, hat die Lesebrille aufgesetzt, um ihn vorzulesen. Er hat ihn auch vorgelesen, sagte Dienstmädchen, wenn Sie Schlafstörungen hatten. Warum sollte er mir vorlesen? Weil Sie ihn hochgerufen haben. Ach, ich war todmüde und halb bewusstlos von dem Schlafmittel, das er mir gegeben hat. Mein Chef, der meint auch, Sie haben Wild hochgerufen und mit Vorbedacht erschossen. Er ist mit dem Buch und der Brille zu Ihnen ans Bett gekommen und Sie haben ihn einfach abgeknallt. Sind Sie wahnsinnig? Dann haben Sie sich mit der Schlinge selbst gewürgt und haben das Schlafmittel genommen. Warum sollte ich sowas getan haben? Weil Sie ihn gehasst haben. Sie haben ihn nur als Ihren Erben eingesetzt, um ihm ein Mordmotiv unterzuschieben. Sie waren, Sie sind davon überzeugt, dass er Ihre Tochter in den Tod getrieben hat, Ihre abgöttisch geliebte Tochter Angelika. Dafür haben Sie ihn hingerichtet. Das können Sie mir nicht beweisen. Die Brille. Die Brille beweist eine Menge. Das Buch. Das Buch noch viel mehr. Komisch, mir ist das gar nicht aufgefallen, aber mein Chef hat es dann doch noch gemerkt. Wie gesagt, es ist ein ganz, ganz schlauer Hund. Sehen Sie? Wie die Seiten noch aneinander kleben? Das Buch ist noch nie gelesen worden. Wild ist mit dem Buch zu Ihnen ans Bett gekommen, um ihn daraus vorzulesen. Aber er kam nicht mehr dazu. Sie haben ihn vorher hingerichtet. Ja, ich habe ihn hingerichtet. Sie haben genau das richtige Wort gefunden. Er hat meine Tochter getötet. Und dafür habe ich ihn hingerichtet. Hast du das gelesen? Eine Frau hat einen jungen Mann umgebracht, weil sie ihn verantwortlich macht am Selbstmord ihrer Tochter. Weiß, es passieren die merkwürdigsten Dinge auf der Welt. Ja, aber Quantum muss eine Meinung dazu haben als Kriminalist. Überhaupt nicht. Weißt du, Paul, ich muss rauskriegen, wer was gemacht hat. Und manchmal hilft dabei das Warum. Aber die Moral der Geschichte, ob gut und böse, Schuld und Sühne, das ist Sache der Richter und vielleicht der Dichter. Meine jedenfalls nicht.